auch gleich ins Kapitel Nummer 8. Großer Preis. Denke ich, muss ich ernsthaft die ersten paar Rennen fahren? Okay, Australien ist ja. Wurde Australien jetzt angepasst oder auch schon letztes? Ich glaube 22 wurde Australien, glaube ich, auch schon angepasst, ne? Habt ihr noch einen Anruf? Nicht? Kein Anruf? Kein Anruf. Achso, okay, die Fähre des Retten. Und hier kommt Butler. Super Tempo auf der Gerade. Jetzt geht's rein in die schnelle Linkskurve. Oh, da war ein bisschen spät dran. Bei der Ausfahrt kommt er fast von der Strecke ab, Stefan. Was war denn das bitte? Man spürt förmlich die Verzweiflung, Sascha. Er macht viel zu viel Druck. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist niemand sonst in seiner Nähe. Devin, wir müssen die Bremsen etwas drosseln. Kannst du mich hören? Die Bremsen sind lediert. Okay, wir prüfen das. Du wirst merken, dass die Leistung abnimmt. Sorry dafür. Was? Warum? Wir haben dich gebeten, die letzte Runde weniger Druck zu machen. Das hat das Problem verschlimmert. Wir können da gerade nichts machen. Wovon redest du da? Hey, du musst tun, was du kannst, Devin, okay? Oh, shit. Bremsen? Ja, nee, lass mal. Bringt ja das Ziel, halten sie viele Positionen möglich. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Okay, Abstand zum Auto vor dir, 2,1 Sekunden. Die schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Halte den Abstand nach vorne im Auge. 1,5 Sekunden. Die ersten Finger waren nicht mehr stoppen. Letzte Runde läuft, letzte Runde.
Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Devin Butler ist nicht zum ersten Mal aus der Reihe getanzt. Ich bin gespannt, wie Konnersport damit umgehen wird. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist es schwierig, die Fahrer und Fahrerinnen zu steuern, oder Sascha? Und sie arbeiten eigentlich für das Team. Das ist ja das, was man will. Es ist eine komplizierte Situation. Naja, es scheint so, als hätten sie sich in der letzten Saison damit auseinandergesetzt. Und wir wissen, dass Kasper Ackermann für 2023 einen klaren Schnitt machen wollte. Zweifellos wird er ein Machtwort sprechen. Sie wollten auf keinen Fall, dass sich wiederholt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir haben auf der Strecke schon einige Duelle gesehen. Das kann so nicht weitergehen. Sie schaden dem Ruf des Teams und sich selbst. Da müssen Sie Ordnung reinbringen. Da ist ein Gespräch fällig. Ja, ganz genau. Hier in Australien gibt es viele Veränderungen. Und während sich die Teams an ihre neue Situation gewöhnen, werden wir das auch tun. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft. Und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Sie haben heute eine Teamorder ignoriert, Devin. Letztes Jahr in Ungarn haben Sie das auf den Teamfunk geschoben. Aber Konnersport sagte, Sie wüssten nicht, wo das Problem liegt. Verschweigt Konnersport etwas? Was ist wirklich los? Egal, was ich sage, wird aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich möchte diese Spekulationen nicht noch befeuern. Ich bespreche das mit dem Team und wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Ende. Sie mussten das Rennen heute mit einem beschädigten Auto beenden. Wie war das für Sie? Ich habe getan, was ich unter den Umständen tun konnte. Aber eigentlich brauche ich ein Auto, bei dem ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, etwas zu beschädigen. Wenn das Team mir so ein Auto nicht geben kann, was soll ich dann tun? Es wird behauptet, Sie würden bevorzugt behandelt werden, weil Ihr Vater das Team finanziert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Das kommt mir immer so merkwürdig vor. Als wäre ich nur deshalb so schnell unterwegs, weil mein Vater das Team finanziert. Das ist doch keine Erklärung. Das ist lächerlich. Aufgrund Ihrer bisherigen Leistungen, was erwarten Sie von Konnersport in dieser Saison? Ich muss leider sagen, dass das Team ein echtes Problem hat. Und das heißt Aiden. Er ist der langsamste Fahrer im Grid. Mit ihm im Team ist es schwer, die Saison gut abzuschließen. Aber wir geben unser Bestes. Nein, das war ein Scherz. Aber komm schon, Aiden, ernsthaft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Grand Prix von Australien. Ja, nach der Race ist normal. Gehen wir jetzt einen Anruf. Also, erstmal kommt er hier. Könntest du dir das mal ansehen? Stichst das im Keim, Kasper. Hast du mich verstanden? Andreo? Butler! Was war das heute da draußen? Ich will keine Wiederholung der letzten Saison. Wir sind ein Team. Er kann nicht einfach tun, was er will. Beruhige dich, ich habe das unter Kontrolle. Wir sprechen von Devin. Da gibt es keine Kontrolle. Er hätte das Auto fast kaputt gefahren, Kasper. Hat er aber nicht. Du weißt, wie das da draußen ist. Es gibt bestimmt eine Erklärung. Oder eine Ausrede. Wir werden es herausfinden. Ich spreche das bei der Besprechung an und melde mich dann. Okay, ich muss los. Davidoff ist in der anderen Leitung. Ja, natürlich. Viel Spaß. Ja, dann sage ich schon mal an dieser Stelle danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge.